ganze Woche gelacht, ihr wart so komisch auf dem Boot. Wir waren ganz schön voll. Was sie ziemlich scharf hast, ziemlich scharf. Ich wäre auch gern zur Fliegerausbildung zugelassen. Ich wäre bestimmt ein Fliegerass. Was hält dich davon ab? Du weißt doch, was in den Zeitschriften steht. Es ist so... Es ist nicht leicht für eine Frau. Das ist keine Entschuldigung dafür, dass du nicht hingehst und dir holst, was du willst. Warum tust du es nicht einfach? Wer sagt dir denn, dass ich mir nicht das hole, was ich will? Mich kriegst du nicht. Meine Mama ist 39 Jahre alt. Und sie arbeitet noch immer da drüben in der Fabrik. Und jedes Mal, wenn ich sie ansehe, weiß ich genau, was ich nicht will. Meine Mutter hat eine Überdosis Tabletten geschluckt, als ich in der Schule war. Oh Gott. Und das, was mich daran so wütend gemacht hat, war, dass sie nicht eine Zeile hinterlassen hat. Einfach nichts, gar nichts. Sie ist einfach so gegangen. Dafür habe ich sie gehasst. Oh Gott. Das muss wirklich wehtun. Wehtun? Nein. Nein, Paula, jeder ist allein auf der Welt. Wenn du das geschnallt hast, dann tut dir nichts mehr weh. Ich wette, die meisten Menschen würden dir das abkaufen, wenn du sie ihnen lange genug vorkaust.